Ja, du stehst auf, kriegst irgendwas und dann gehst du weiter. Das sollte so einen ganz normalen Arbeitsalltag für darstellen. Sollte halt kein Let's Play sein. Let's Play Arbeitsalltag. Nee, es steht ja auf Film oben drüber, wenn wer richtig lesen tut. Ich hab mir mal gedacht, machst du mal was anderes? Das merkt oder Kinder, was es sein soll. Wo ist denn die Kiste offen? So ist es manchmal. Oh ne. Was muss ich schon sagen? Du schreibst schon wieder unten rum. Was gar nicht? Ich genau gesehen, wie du da gegangen bist. Wann denn? Ja, gerade eben. Ach, Daniel. Was denn, wie es da ausgehen wird? Macht gar nichts. Rumgeschlavieren, das hast du schon wieder. Wir haben gesehen, wie du in die Ecke gegangen bist. Gibt's so eine große Schlägerei. Schleier niemanden, schleier den Morgen, schleier den im Real Life. Ha! Viel mehr davon. Ich hab einen Ball, Junge. Ich fang dich. Doppelball. Daniel ist der Ball, Junge. Schon wieder, Der Balkung. hä? Tralalala. Oh ja, kommen zwei Monster, die sappen gleich auf unsere Felder. Ist natürlich nicht so gut. Auf Was bauen wir unsere denn Felder. jetzt nur? Nur ich baue. Ich dachte mir, du baust oben was und ich baue einen Keller. Ich dachte, du Hallo. gehst auf der Reihe, dass die Welt mal gespeichert wird, ne? Der Zug ist abgefahren. Ja, wir werden noch schön ein bisschen hochleben lassen. Essen wir da. Was denn, wie es in der Schule wird? Hey Philipp! Was war denn das schon wieder? Was Aber. sagt ihr denn dauernd? Und rennen mit deinem Pfeil in dem Körper stecken hast du nicht so. Vor mir weg! Oh, jetzt ist er ruhig. Uwe, wir brauchen ein paar Folgen. Bitte vertreib ihn jetzt nicht. Was denn, Idiot? Du an der Dame, soll ich beim Uten sprengen, weißt du? Macht mich fast tot damit. Komm, sammle deinen Scheiß da ein. Ich glaube, ja, der hat kein Bett. Daniel, wo bist denn du rausgekommen? Er ist schon mal da mit deinem Pfeil im Kopf. Hä? Ach, der hat ein Bett. Da kann ich mich doch mal reinlegen. Das verschwinde. Ab! Die Jaden dann raus hier. Zieh schon. Aua! Ich krieg's nicht hin, so ein Monster mal zu töten, ohne dass das mich schlägt. Raus! Auf Lux! Fieser Raubritter hier. Kann ich vielleicht leiden, sowas. So. Immer hier. Unsichtbarkeitstrank. Immer hier rumschlawinern, weißt du? Jetzt kusch dich, genau du. Uwe, hast du ein bisschen was zu essen für mich? Nein. Hast du nicht vielleicht eine Karotte oder irgendwas gerade? Dann hast du was mit? Kannst du eine Kartoffel aus meiner Kiste nehmen? Aber die sind roh. Nein, dann verschwinde. Nein, ich habe noch zwei Herzen. Ich habe noch eine gebacken auf der Hand. Oh, krieg ich die? Da. Krieg ich noch eine? Du bist best. Auch noch eine und mein Essen war voll. Verpiss dich. Ja. Bitte. Oh, siehst du, ich habe eine rausgeklopft aus dir. Hey! Ah, jetzt geht's mal Jetzt aber besser. ab, du Schnorrer, ja. Danke. Nimm den Vagabunden mit. Komm, wir gehen. Oh.
Hast du ihn ausgezogen? Sollst du mitten in der ausziehen? Ich höre schon wieder ein Monster hier unten. Leuchte doch mal richtig aus. Nö. Komm. Schon cool. Muss ich dich jetzt die Treppe hochschlagen? Beweg dich, wir nehmen auf. Aua! Nimm mir das Schwert. Uwe hindert, da kommt ein Monster, dreh dich mal um. Hab das schon gewissert. Guck, da sagt ja nein. Ach, nee, weil hier. Ist nur ein Monster, kein Wipper. Weil du drüben einen Aufgang geschaffen hast, du Idiot. Ja, klasse. Ist irgendwo in der Nähe, ne? Wo? Ich hab keinen gehört. Ich hab was vernommen, was so klang. Ah, hier steht noch ein Pferd. Da steht ein Pferd. Dup, 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 dup. Ja, da staunst du, ne? Es läuft hier unten. Es läuft! Wie Länderspiel. Wenn wir bei Länderspielen sind, was halten wir von Public Viewing? Nix. Ich finde es eigentlich auch recht albern. Okay, ist trotzdem. Zumal habe ich mich da mal hingestellt und für die gegnerische Mannschaft, war glaube ich Deutschland gegen Griechenland damals. Hast du dich für Griechenland hingestellt? Ja, ja. Da wurde ich ganz böse angeguckt. Und was denn, weil du Deutsch gesprochen hast? Ja, weil ich allgemein für Griechenland war. Uwe. Ich hab so getan, also. Prinzipiell ist mir das, was der DFB verzapft, eigentlich scheißegal. Uwe. Oh, dein Mikrofon geht wieder. Von mir. Uwe. Was denn? Ich krieg noch 64 Holz von dir. Nee, ich hab keine 64 Holz auf der Hand. Sorry, tut mir leid. Nee, du hast ihn auf der Hand, du hast es in der Hand. Hab ich auch nicht. Du wirst gar keine in der Hand. Nein, hat ihn nicht verstanden. Er war zu hoch. Ich hab kein Holz. Klar, 64 Planken. 64, ich hab 44 und die sind die ganze Zeit von mir gewesen. Ich hab auch nix. Nee. Aufgelöst, ist klar. Dann ist es die Strafe dafür, dass du hier was gestänkert hast. Du musst ach, leben. Sagst du? Komm, fort. Kannst du mal gestern nachgucken, da sind auch keine 64 Holz drin. Na, ich würde gerne in dein Inventar nachgucken. Ich hab 44 Holz auf der Hand. Nee. Also der Philipp. Ich hab nix. Nee. Oh, scheiße, Fenster. Naja. Hä, warum ist denn da oben Wasser? Ah, jetzt hast du vor dich hingeschmissen. Höhö. Au, au. Aua! Jetzt vier. Diese kleinen Fixviecher. Hab dir ein Screenshot von meinem Inventar geschickt, die selbst. Ich sehe und überzeuge dich selbst. Kannst du ja mal in mir aufblicken, ne? Guck mal, wenn du da oben nicht rausbüttelst, kommst du ans Wasser. Da. Der Wasserfall hat das letzte Mal schon in Ordnung gebracht. Aber du hast dich ja gar nicht reingebuddelt. Nö. Der Berg ist so ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Der ist ziemlich cool. So, so, so. Was denkst du eigentlich, ob hier der Zuckerrohr wachsen tut hier unten? Oder ob das nichts wird? Nee. Hey, wie sieht denn überhaupt aus mit Auto bei dir? Nö, sieht nicht so aus. Kommt dabei wieder mal Bewegung rein, das Thema, oder? Gerade nicht. Gerade nicht. Du fährst auch mit dem Bus und Bahn, ja? Warum wolltest du es noch, ne? Hat Gründe. Okay. Philipp, ein Mann wie du baut ein Auto. Nimm es mir nie wieder, aber du brauchst ja ein Auto, um deinen Status zu markieren. Ein Dacia? Naja, nicht gerade ein Dacia. Ja, Philipp, kann sein, dass ihr auf Arbeit immer unkompletter werdet. Warum?